Ihr Lieben da draußen, wir sind immer noch... Da hinten läuft die Spinne übrigens. Die kommt gerade da vor uns. Wir kommen zurück zu Grounded. Mit Stone, Grounded und Grave. Ey, man kann ja nicht laufen. Guck mal, die ist irgendwie voll verbuggt, die Stelle. Das ist doof. Oder weil hier was liegt? Ich weiß es nicht. Dexter, guck mal mit den Zeichen mal, was ich meine. Wollen wir nicht erstmal hier vorher zubauen? Irgendwie hier? Wenn es geht? Ich krieg da keine Tür hin. Nee, keine Tür. Wir können die Tür ja woanders hinbauen. Machen wir einfach hier eine Wand hin. Okay. Wir müssen hier zumachen. Und wir machen dann woanders eine Tür. Ja, bau einfach irgendwie zu, damit hier nichts reinkommt. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich jetzt den nächsten... Der muss noch den Rest zugemacht... Der Rest muss auch noch zugemacht werden. So? So? Ist das richtig so? Kann man das so lassen? Nein. Gibt es noch eine kleinere? Nein. Aber hier ist doch zu, Dex. Du kommst nicht durch. Wieso? Kommst du nicht durch? Guck mal hier. Ach, du, wenn ihr Bug meinst, ne? Kommst nicht durch. Da, hier ist doch gar nichts. Hier ist doch eine Wand. Bei mir ist ja keine Wand. Bei mir ist es frei. Echt? Hier ist eine komplette Wand hier. Okay. Bei mir hast du auch übrigens was nicht in der Hand, aber das sieht so aus, als ob du irgendwas tragen soll, trägst. Jetzt wieder? Jetzt ist da, ja. Okay. Müssen wir woanders mal ein Türchen machen. Mal gucken, wo kann man am besten ein Türchen machen? Das Türchen. Hier ist auch blöd. Ja. Hier vielleicht? Hier. Was ist das hier? Ach, Jus, das ist unser Schlafplatz. Ja. Und Schlafplatz, Ding zu machen, wäre glaube ich nicht so schlau. Oh, man kann diesen Honig, den man auf Boden findet, trinken. Welchen? Welchen Honig? Das sind so gelbe Tröpfchen. Wo sind die? Die sind da drüben bei dem, wo wir die Spinne das erste Mal gesehen haben, bei dem Baumstamm. Auf dem Grill. Was hast du da? Der grillt was gerade. Und was ist das für ein Meat? Was ist das? Ein Raw Weevil. Was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Wer hat was denn hier draufgeschmissen? Ich. Achso, du. Keine Ahnung, was das ist. Sieht irgendwie glubschig aus. Aber ich brauche nichts zu essen. Ich habe nämlich noch zwei Apfelstücke. Ich müsste irgendwas zu trinken haben. Kann man gucken, ob noch so ein Honig da ist. Wo ist denn jetzt hier ein Eingang? Aus? Noch haben wir gar keinen. Ich würde eigentlich. Kann man das hier eigentlich umsiedeln, das Teil hier, dieses das Use? Recycling noch nichts. Okay, dann machen wir nämlich das Türsche hier drunter. Pass auf, dann machen wir wenigstens einen richtigen Ein- und Ausgang hier, wo wir auch was machen. Ihr sagt das nicht, ich kann das nicht ersetzen. Ach nö. Nö, kann's nicht. Ich versuch's gar nicht. Das Zeug auf dem Grill ist fertig. Ja, könnte nicht jemand anders. Versuch mal hier. Ich hab volles Fressen. Also. Keine Ahnung. Ja, bitte schön, Dex. Muss also abgemacht, ja? Ja. Gucken, ob man es jetzt setzen kann. Oh Gott, diese Napspoints sind ja schrecklich. Ich meinst du, ich finde die ganz gut. Bei mir flippt das total aus. Ich gehe mal von der anderen Seite. Siehst du, ich sehe auch genau, was du machst. Das sieht auch total Banane aus. Ich kriege hier nur eine Wand hin. Nur eine Wand, ja. Oh mein Gott, was seid ihr? Seid ihr gruselig? Was tust du? Weiß es nicht. Ich war gerade halt am Honig so. Was ist das? Was zu trinken könnte ich gut gebrauchen. Ja, deshalb habe ich ja Honig gesucht. Das, was. Das verfolgt mich. Es verfolgt mich aber nur eins davon. Nicht alle, nur eins. Waren irgendwie sechs Stück oder so. Komm, wir greifen das zusammen an. Das kann ich hochklettern. Oh mein Gott. Eine Larve. Larve. Das sind zwei. Oh, drei. Ah, ich hab eine Idee, wie man hier. Leute. Sechs. Ja, ich helfen. Ja, ich baue hier kurz zu. Wo bist du? Hier, die neben. Achso, hier. Oh Gott, die vergiften, glaube ja, ich. Versuch gerade zu dir raus. Wie kommt man hier nicht raus? Ohne eine ist tot. Was ist die andere? Ja, da unten ist eine. Komm her! Trau dich! Komm! Was ist denn das? Eine Larve. Ah, ich habe übrigens einen Ein- und Ausgang gefunden. Guck mal, Leute. Entweder hier, genau, entweder hier hoch. Oder wenn ihr auf der anderen Seite seid, dann geht mal auf den. Vorsicht, da vorne ist wieder eine Spinne. Auf den Stein? Springt mal hier auf den Stein? Mhm. Hörst du dich?
Und dann einfach hier in diese Ecke, wo ich, die ich gerade eben hier so ein bisschen schräg zugebaut habe, weil es nicht anders geht. Hier kommt auch eine Larve auf mich zu übrigens. Die will greift unsere Base an. Incoming! Oh, ich They're fallen and I can't get up. Irgendwas hinter euch. Irgendwas bewegt sich hinter euch ziemlich groß. Irgendwas bewegt sich da im Gras. Da ist eine Spinne. I'm definitely paying you back. Wird auch langsam wieder dunkel. Der Marienkäfer. Ach, der Marienkäfer hat sich bewegt. Der hatte gerade rote Augen, als ob er Akku ist. Ja, wenn da ja, andere Tiere, die da angreifen, dann wird er Blattläuse. Oh. Der ist gerade Akku. Mit rote Augen. Ja, weil, wegen Blattläusen, ja, okay. Nee. Ja, doch, Blattläuse. Du meinst einfach Platten? Hm. Weil wir müssen. Ostsee. Need. Oh, ja. Oh. Aber wir müssen ja auch noch Sachen jetzt mal an analysen. Ja, aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal also, im Bett wieder machen, zum Schlafen gehen. Ich würde gerne. Bett ist schon da. Oder nicht? Oh. Oder das also hat auch jemand kaputt gemacht. Hier, Grave, einfach hier hoch. Dann bücken. Ja. Und dann kannst du hier vorbei. So. Hier, Dex. Irgendwie. Ich habe Trinken für dich. Hat wer Blätter? So. Trinken? Wo bist du? Trinken? Ja. Hallo. Ja, muss ich ein bisschen bewegen, dann geht das schon. Liegt ein Haus between 20 und 6. Wir haben noch 4 Stunden, bis es Nacht wird, wirklich. Ja, das ist. Oh, Trink. Inventory Fall. Warte mal kurz, dann esse ich mal ganz kurz was. I'm not picky. Dankeschön. Wenn du das trinkst, kriegst du gleichzeitig noch Essen dazu. Okay, oh, wow, das kriegst du echt super wenig Trinken zurück, ne? Ja, aber es ist halt gerade das Beste, was wir haben. Okay, nächster Plan? Ja, du kommst mal mit, Dex. Wir könnten doch eigentlich auch. Follow me. Wir könnten doch. Was ist denn hier da? Wir müssen doch zu diesem Laser noch, ne? Ja, gleich. Ich will ja erstmal was zeigen. Boah. Müssen wir so schnell wie möglich machen, weil es wird ja jetzt schon wieder dunkel. Ne, wir haben 16 Uhr. Wir können aber auch zur Not dann einfach schlafen gehen vorher. Ab 20 Uhr. Hier oben. Huh? Hast du was gebaut? Dekoriert sozusagen. Ich dachte hier, Wände hin und dann haben wir doch hier rein. Ja, das hatte ich eigentlich eben gedacht gehabt, bis die Spinne mich gekillt hat. Die da, hinter dir? Oh nein! Genau, wir sind doch hier beim Spinnennest. Aber die Hohe tut uns, sieht uns gerade nicht. Doch, und sie kommt. Nein, tut sie nicht. Doch, kommt sie wohl. Nein, tut sie nicht. Die ist schon auf Agro. Nein, tut sie nicht. Nein, tut sie nicht. Da kommt sie. Nein, tut sie nicht. Ich bin weg. Oh, wir haben auch eine große Sepp-Quelle. Sepp-Klumpen gibt es sogar. Da oben war ich nämlich auch kurz und dann hat mich die Spinne gekillt, weil. Wow. Also. Boah, da hinten läuft sie. Deswegen, wenn wir da zumachen können, richtig, dann kommt die vielleicht nicht durch. Was mich noch so ein bisschen stört, ist, dass Sachen relativ schnell in der Entfernung unscharf werden. Weil du so klein wirst, bist du kurzsichtig. Ja, also so ein bisschen. Aber also Gravy trägt ja schon eine Brille jetzt, ja. Ich hab schon eine Brille, ich bin ja eigentlich schon krass. Krass, weil ich hier voll den Zoom haben. Aber zumindest da, wo es dieses Brett, wo die Spinne hier zu Hause hat, selbst das wird halt schon unscharf. So weit kommt ja, das ist ein bisschen doll früh. Also jetzt gucke ich mal ganz kurz was. Oh, okay, das sind 2 Spinnen. Ich würde gerne mal das hier bauen, pass auf. Da hinten bewegt sich auch noch das. Da ist noch eine Spinne. Hat jemand? Du läufst gerade die nächste Spinne rein. Seht ihr, was ich gerade hier baue bei uns in der Base? Das sind die Fiber-Dinger. Ja, und ich würde jetzt gerne mal. Es ist eine Spinne gerade bei ihrem Loch, wo die Pilze sind. Also direkt unter dir, Stone. Ja, nicht nur da. Ah, auch hinter dir, ja, ich sehe es da hinten rascheln, toll. Ich komme zu euch geflogen. Nein, bleib weg. Weg. Bleib weg. Wo war das hin? Ach du Schande, das ist. Als wir Hunger hatten, eine Larve ist auf dem Grill. Ja. Wir müssen die Base höher bauen, Leute. Wir müssen die Base noch was höher bauen. Dex, ich glaube nicht, dass höher bei der Spinne Struktur... kommt. Die Spinne kommt zur Base. Ehrlich? Ja. Ich hab sie nicht angelockt. Ich sehe sie. Vielleicht sieht sie uns nicht. Pass auf, wir können ja erstmal so bleiben. Ja, ich duck mich mal einfach mal. Boah, wie eklig das halt aussieht. Noch?
Jetzt hat sie gesehen. Auf Attacke geht sie. Jetzt bin ich gespannt. Wie lange brauchst du, um die Mist? Nee, nicht bewegen. Sie hat keine roten Augen. Nicht bewegen. Nee, Akku auf uns. Den ersten Akku, wenn so. Oh, ist das eklig! Ist doch nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh Gott. Das ist das Problem an dem Wort nicht bewegen, Mann. Alter, läuft die ganze Zeit jetzt. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Das ist ganz Rex. Nicht bewegen. Hat der einen Stein? Ich will nicht mehr. Oh, ist das gruselig. Wir hätten uns schon. Wir hätten definitiv. Wir müssen unbedingt eine gute Baseball. I need a drink. Wer war das denn jetzt gerade? I need a drink. Kriegst du eine Koma-Stelle? Ein Drink. Es wird jetzt erst dunkel. Eine lange Nacht. Geht am Bett. Die weiß, dass wir hier sind, sie greift aber nicht an. Wann kann nicht irgendein anderer natürlicher Feind kommen? Eine Maus? Na toll, dann haben wir eine Maus hier drin, ne? Noch schlimmer. Denkst du, weißt, was das jetzt heißt? Wir müssen jetzt die ganze Nacht gehockt stehen. Jemand gerade Schaden? Jemand hat gerade Schaden bekommen. Hinten läuft noch eine Spinne. Kann man die nicht mit Feuer irgendwie wegmachen? Ja, buh! Die kommt auch näher, ne? Vielleicht zwei Spinnen hier. Wie, was? Hier kommt noch eine? Ja, auf der anderen Seite. Halbe Stunde. Don't move. Dex, du bist gleich tot. Ja, ich weiß. Oh, hier. Oh, trinken ist echt schwierig in dem Spiel. Oh ne, sie ist nochmal umgedreht. Was? Warte. Er hat die Fenster da reingemacht. Die sind gut. Die sieht uns doch. Durch Fenster. Was, wenn ich das. Wenn ich das. Das Fackelchen ausmache, da sieht man wirklich ein bisschen weiter besser im Hintergrund. Wenn ich Dex hier. Ja? Komm mal runter zu mir. Das. Bandage. Inventar voll. Wo kann ich denn. Haben wir noch eine Kiste hier? Ah, hier ist die Kiste, ja, stimmt. Oh man. Also, jetzt nicht sein. Jetzt ist sie aggro. Sie ist aggro. Verleg die Basis. Oh mein Gott, diese Geräusche. Wenn wir nicht cool bleiben, vielleicht beruhigt sie sich. Hast du die Bandage genommen? Ja. Die halten nicht ganz voll, aber sie halten eine gute Ecke. Ich weg. Wir haben uns heute hier versammelt. Wasser voll, hat jemand ein Blatt? Das Bett. Wir schlafen? B drücken. Ewi. Anyone else tired? Oh. Just me. Huh. I'm ready. Ich bin immer noch da. Okay. Oh nein! Oh, wir haben gerade. Jetzt ist hier ein Hotdog hingefallen. Oh nein, was haben wir für einen scheiß Spot haben wir hier ausgesucht? Ja, ich hab das ausgesucht. Oh mein Gott. Hey, der sah gut aus. Kommt sie? Können wir noch einen anderen Spot suchen? Ja, wir bitte. Wir müssen uns einen anderen Spot suchen. Aber nicht, die Spinne ist auch da. Oh oh. Kommt die hoch? Willst du jetzt hier stehen bleiben? Ich bin jetzt auf dem Hotdog. Dex, die kann springen. Brauchst du einen Wurm? Oh Gott, hab ich mir gerade verschrocken, Alter. Die läuft so schön ruhig, da lag und auf einmal. Also, wir sollten Richtung. Wir sollten Richtung das Objekt Richtung da wieder. Das Mysterious Machine, ja, Richtung Nordosten. Am besten jeder noch so viel einstecken, wie geht. Ja. Ja. Das halt. Können wir denn auf der Karte nichts markieren? Nee, nur mit diesen Markern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ah! Okay, nee. Scheiß auf das bisschen Zeug, was da jetzt noch drin ist. Ich will raus hier. Ja, aber warte, so muss ich jetzt beruhigen. So, wenn die sich nicht beruhigt, dann läuft die hinter uns her und die läuft dir die ganze Zeit hinter uns her. Das Problem. Och, Stone, ey. Mein Gott, wir brauchen keine Kimme, wenn wir dich haben. Ich kann noch keine zwei jetzt, Sekunden machen. Jetzt, lauft. Irgendwo hin. In die nächste die Richtung. In die nächste Spinne rein. Einfach Stone hinterher. Oh Gott, ja, das wird jetzt nichts. Jetzt kommt gleich ein Maul. Ah, da ist die Mysterious Machine. Okay, genau, deswegen, da wollte ich gerade hin, die habe ich gerade gesehen. Ja, dann lass uns doch da die Basis bauen.
Oh, so ja, bauen wir hier die. Können wir da oben drauf bauen? Können wir das mal wer probieren? Ja, klar, mache ich. Weil dann würden wir hier oben drauf. Nee, finde ich aber auch nicht schön irgendwie auf diesem komischen Gerät. Aber wir können einfach eine Tür davor bauen vor den Eingängen. Ja, dann wohnen wir hier drin in der Mittelsteck. Aber hier. Aber dann können wir da drin nichts bauen, Leute. Dann können wir ja keine kein Workshop. Hier haben wir aber sogar dreckiges Wasser. Das ist eine Fliege, machst du glatt. Wir haben ja auch dreckige Dance, von daher ist das ja kein Problem. Ja, aber Hauptsache ne Wasserquelle überhaupt haben. Für die Fliege gerade gekippt. Muss was trinken. Also Wasser wäre ja hier. Aber vielleicht kann man das auch abkochen dann, weißt du? Oder wir bauen diese Maschine hier ein zum Analysieren. Wo ist die? Da wo Benny und ich gerade sind. Da war doch die Ameisenkolonie. Ja, die ist auch schon lange nicht mehr da. Okay. Falls noch was jemand zu analysieren hat, eine Sache könnt, geht noch. Ich ja, weiß nicht, wie geht denn das eigentlich? Einfach E drauf drücken. Auf dieses rechte Teil da. Und dann, was welche aus? Ja, ist alles nicht ausgewählt. Alles, was nicht grau ist, ein weißes. Okay, dann hab ich nichts. Warte, ich hab bestimmt was. Ich hab noch was. Oh. Einfach scannen, das kriegen wir alle freigeschaltet. Das ist schön gemacht, eigentlich. Dann bleiben wir hier. Wir haben hier schon nur angefangen. Ja. Soll ich nochmal? Es gibt noch mehrere Außenposten. Ich weiß noch, wo der ist, weil bei der Flucht soll ich da mal scannen gehen oder soll ich warten, dass wir alle zusammen hingehen zum Scannen? Wir sollten erstmal hier jetzt alle zusammen, alles zusammen die Base bauen. Ja, okay, machen wir zusammen die Base. Wollen wir direkt aus Holz bauen? Am besten würde ich sagen. Anstatt aus Blanken. Wir wissen auf der Karte der Ice Caps Mint Container. Sache ist, wo kriegen wir so viel Holz her? Weiß ich nicht. Ich würde das mal anfangen damit und dann suchen. Geht bestimmt. Du kannst ja erstmal platzieren. Das ist eher. Ich glaube, da würde ich nicht hingehen, Grave, weil. Das sind so Positionen, wo denke ich mal auch die Ameisen, wo es was zu essen gibt, Süßigkeiten, die im Garten liegen und das heißt bestimmt, dass auch die Ameisen dort immer hinwandern. Würde ich so meinen. Das Problem ist, wir sind in so einer kleinen Minischlucht, ne? Das heißt, die können von da oben, von diesem Wie sieht's denn da oben aus? Da oben würde ich eher arbeiten, anstatt hier unten. Weil wir die können ja von da oben alle runterhüpfen. Immer hoch zu dem Podest. Wir können ja so eine Brücke bauen. Der Stone hat ja irgendwie schon sowas Komisches da angefangen zu bauen. Oh ja, das ist sogar ein schönes Podest eigentlich. Ja, dann machen wir es doch lieber hier. Und dann haben wir doch hier dann die Nähe zum Wasser, zu dem komischen Lasergerät. Das macht ein bisschen und Licht. Pilze und das Zelt haben wir hier auch in der Nähe. Und da baue ich mal das Grundgerüst einfach mal auf. Ja, am Tennisball, der Baum, der hat Zep. Wir müssen ja diese Seite. Ich glaube, die Seite, die runtergeht, nicht zu bauen erstmal, glaube ich. Vielleicht nur für Spinnen, ja, okay, aber... Ja, aber... Ja, aber nicht eine Höhle noch runter. Um zu gucken, dass wir eine Tür da auch reinkriegen, eine vernünftige. Ja. Nicht da irgendwo drunter. Aber dafür brauchen wir dieses Weedstain, ne? Und dafür brauchen wir eigentlich eine gute Axt. Ja, wie machen wir das denn? Weedstain sind, Löwenzahn. Ah. Zum Beispiel Löwenzahn. Aber so viele gibt's da nicht. Also ich will immer R drücken zum Ablegen. Nehmen wir das mal. Du hast gesagt, eine Höhle gibt's hier, Grave? Ich weiß nicht, das war aus von oben. Hui. Boah, ich hab mir, glaube ich, ein Blattlaus erschlagen. Ich hack hier übrigens alles kaputt, ich kann aber nichts aufheben. Also wenn irgendjemand eine Kiste bauen kann, her damit. Wir brauchen wieder eine Dingsbums. Werkbank. Das ist Graves Arbeit. Oder ich mach grad schon, hab ja schon aufgestellt. Hast du schon? Brauchen nur noch diese Blätterchen. Hier liegen überall welche, ich habe ja alles hier. Hier ist alles zerhackt. Hier ist Sweetstern. Die spawnen die Sachen eigentlich? Du kannst doch einfach hier draufpacken. Baby, da ist ja schon. Ja, ich weiß ja nicht, welches. Einfach Boden. Ah, natürlich kriege ich die Tür als erstes in den Griff. Hey, wir haben eine Tür! Also, machst du eine geschlossene Base jetzt? Dachte ich, wir doch. Ist das. Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass das nur ein Loch ist? Ach Gott, das ist echt witz. Ja, das sieht man aber. Ich dachte, das wäre nicht fertig. Ich weiß aber auch nicht, wie man da Boden reinsetzt. Ich mache jetzt so.
Was ist das? Hast du Grasschank-Stacks? Ja. Bau mal fertig. Da kannst du hier, nimmst die Dinger und drückst G drauf und kannst hier da drauf stapeln. Ah, cool. Das ist ein Lager. Die spawnen die Sachen denn überhaupt? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt. Nee. Die spawnen tun die anscheinend noch nicht. Das ist gut, aber finde ich okay so. Warum soll das immer alles despawnen? Wir sind ja hier. Ups, ich habe es aufgehoben. Wie tut man das denn rein? G. Mach ich doch. Ach, mit G. Ah, also da drauf G und dann G. Ah, ja, okay. Das ist jetzt, ganz praktisch, denn liegen die wenigstens auch nicht so verteilt hier überall rum. Jo. Alter, wir haben eine ganze Base da unten liegen. Kann man die Axt irgendwie reparieren, wenn ich sie kaputt habe? Oder vorher, bevor sie kaputt geht? Brauchst du irgendwas Quartesize oder so? Mit einem neuen machen ist ja nicht so. Ja. Beiß deine weg und mach einfach eine neue. Kommt nicht günstiger. Kannst du auch einfach eine Ameise ins Gesicht werfen oder so. Mach ich aber nur, wenn du in der Nähe bist. Okay. Und dann laufe ich und versteck mich hinter dir. Hinter der Ameise. hinter der Ameise. Hinter dem Ant King. Ich mag das Spiel, das gefällt mir richtig gut gerade. Ich mag diese Welt. Vor allen Dingen ist die. Wir sind. Wie weit sind wir jetzt hin gelaufen? Wir sind jetzt von dieser Hacke da hinten bis nach hier gerannt. Und bis jetzt sind wir jetzt 3 Folgen lang nicht weitergekommen. Finde ich doch. Echt? Wir sind echte Helden, ja? Pass auf, das tut voll weh. Ich weiß. Ich muss hier den Krebs von den Füßen werden. Meist hier den Federhandschuh hin. Oh, ich hatte die auf der Schulter, die ist bei mir in der Luft geschwebt. Ich dachte mal, wir machen mal die Wände einfach aus Grüne, davon haben wir genug. Von Anfang. Ja, also. Deswegen. Machen wir den Boden, haben wir da wenigstens was Stabiles, wo wir draufstehen können. Ja, aber da sind noch Löcher, irgendwie machst du die zu. Oh nein, nein, das will ich nicht, scheiße. Ich hack das hier übrigens alles kaputt, was ich hier finde. Ist das extra hier der Grashalm, der hier vorne ist? Kann ich ihn kaputt machen? Kannst du nicht kaputt machen. Guck mal, dass du noch ein paar Löwenzähne. Hier liegt übrigens alles Material, was du mitnehmen kannst und dann zum Arbeiten nutzen kannst. Hast du Schaden bekommen dafür? Nee. Kann man. Achso, hier kann ich das hier. Inventar voll. Kann ich das eigentlich. Ja, kann man glaube ich nicht. Voll hübsch. Decks Wasser trinken. Ja, was? Ja, vielleicht. Ich hab verstanden, Decks Wasser trinken. Hab ich auch so. Hab ich auch verstanden. Nee, ich muss dreckiges Wasser trinken. Das geht halt nicht anders, weil ich bin gerade die ganze Zeit am Sterben gewesen. Aber es geht. Also dreckiges Wasser trinken macht jetzt gar nicht mal so viel Schaden. Nee, wenn dann noch direkt was isst, dann geht's auch. Ach, schön. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur was zu essen haben danach dem Trinken. Ich bin eigentlich tot. Kein Balken mehr. Guck mal, ob du eine Larve kriegst. Ich kann dir auch noch eine Bandage machen. Eine Bandage kann ich selber nehmen. Haben wir schon einen Grill irgendwo? Nee, noch nicht. Wow, die Bandage hat ja echt viel gebracht. Und ich habe direkt die Bandage. Die heilt über Zeitlags. Nicht sofort. Ah, okay, ja, ist cool. Okay, wie hast du die hergestellt? Das Wood-Dingsbums oder wie das heißt. Ah, okay. Plant Fiber und Snacks. Ist bei Snacks. Ah, cool. Ich habe gerade auch eine hergestellt. Das ist ganz gut. Snacks, da kocht was für dich über dem Grill. Aber ich muss auch noch mal was trinken. Hier, falls noch wer Clover Leaves hat, dann haben wir hier schon mal einen. Was ist das? Was musst du für den Boden nehmen hier, Stone? Ich hab keine Ahnung. Gucken wir mal. Base Building? Ich hab da nichts gefunden. Ich hab jetzt erstmal. Roof? Kannst du mal versucht einfach eine Wall? Kann man die vielleicht drehen? Steuerung, dachte ich, dass man es vielleicht im Boden machen kann. Weil Steuerung sieht ja so änderungsmäßig aus, aber irgendwie. Was? Hier?
Ach, hier in der Mitte fährt doch sowieso hin, so. Ja, hab ich extra gemacht, dass man so ein Lagerfeuer rein, dazu sagst. Oder Bett oder irgendwas zur Sicherheit. Hat wer Clover Leaves, dass wir den Basket fertig machen können, weil wir nehmen mit Haus voll. Ich glaube, ich gucke auch mal, ich hab mir ziemlich viel Zeugs dabei. Ja, ich auch. Viel zu viel. Ja, fertig. Ich hab so viel Zeugs dabei, ich muss erstmal gucken, was ich da alles immer habe. Ich muss erst sowieso mal irgendwie alles verstehen, was ist. Und was man mit dem was überhaupt was machen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist was-tastisch. Wer hatte du da? Warte, hatte du der. Komm noch mit Baumaterial. Nice. Einfach unten anfangen oder ist nee, einfach rein, da sind auch so nicht mehr viel. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Ach, man kann das direkt drüber ziehen, ich voll Idiot. Idiot wäre ich. Also wenn ihr Plant Fiber braucht, in der Kiste ist haufenweise davon. Aber wirklich haufenweise. Ich habe irgendwie haufenweise von allem. Ja, liegt die immer auf dem Boden, nehme ich auch keine Zeit auf. Steine habe ich auch hier noch drin. Also Materialien haben wir jetzt eigentlich recht viele. Kann man es mit dem Spoiled-Zeugs machen? Spoiled Meat? Keine Ahnung, bestimmt irgendwann mal. Ein Dungbeetle, Sam? Vielleicht. Kann man eigentlich. Ich weiß, dass man reiten kann. Ist das denn gezähmte Tiere? Sind das einfach nur Tiere, die. Ich glaube einfach Tiere, die so. Die dich nicht gleich kacke finden. Ja. Oh Gott. Oder essen wollen, meinst du? Oder. Gleich tot. Also, ich hätte ein Essensproblem hier. Nochmal kurze Erklärung für die Leute, die jetzt bestimmt schon geschrieben haben: Ey, mach doch jetzt endlich mal die ganze Mission zu Ende. Wir machen die Mission nicht sofort zu Ende, weil Grounded ist ja noch in der Early Access und es gibt noch nicht so viel, dass man lange spielen kann und das wollen wir nicht. Wir wollen uns ein bisschen Zeit lassen. Es soll so circa 2 Stunden, 2 bis 3 gehen. Stone, hast du mich bitte kurz um? Weil ich klicke gleich um. Danke. Tschüss. Nee, mich um, Alter. Können wir die Pilze eigentlich schon abarbeiten oder brauchen wir da spezielle Sachen für? Kannst du, glaube ich, gar nicht abarbeiten. Da wachsen immer kleine Pilze. Achso. Geh mal zu den Pilzen. Ich brauch trotzdem Essen. Wir bräuchten auch mal irgendwas, um die nächste Dings herzustellen. Ja, analysieren einfach irgendwas. Wir müssen einfach mehr Tiere töten. Aber ich hab noch was Neues. Ich hab noch Ameisen zum. Oh, ich glaube, ich hab was Neues gefunden. Man kann noch einen Ameisenkopf. Ich hab gerade hier aufgebraucht. Ameisenköpfe habe ich im Dings gepackt. In den Korb. Man kann wirklich keine Pilze kaputt machen. Nee. Aber an sich vielleicht so. Ja, gar nicht schlecht. Ja, okay, also der Ameisenkopf vom Mandibles. And Mandibles könnte ich noch und den Rüsselkäfer könnte man auch noch analysieren. Ich komme mal vorbei, ich will mir mal irgendwas analysieren, dass man mal weiß. Nee, wir müssen warten, Cooldown. Achso, okay, damit man mal im Let's Play mal sieht, was da gemacht wird. Wir kriegen eine Benachrichtigung, Dex. Wenn wir wieder. Oh. Ja. Oh mein Gott, was war das denn? Auch gerade gesehen. Das sah aus wie eine übelst riesige Gaswolke oder so? Ja, wie so ein Kraftfeld. Da hat doch mein ganzes Spiel mal kurz ein kurzes Standbild gehabt. Was? Haben wir hier eine Basis ohne Kohle? Dex, kommst du mal ganz schnell zu mir? Wo bist hier du? Ist was du bestimmt. Dreh dich, nicht so weit weg. Bei der riesigen Trinkpackung. Hier ist was du bestimmt mal zeigen möchtest. Ich bin interessiert, ja? Es sieht seltsam aus. Sagen wir es mal so. Ich hab's jetzt auch noch nicht angepasst. Aber du bist auch ziemlich weit weg, ne? Nö, es geht. An der Maschine vorbei. Ich suche halt gerade ein bisschen rum. Das ist eine Schnecke.
ein Schneckenhaus, das sehe ich auch von hier. Ah, du bist, was ist denn das, Lollipop? Nee, was ist denn das? Ach, das ist eine Trinkpackung. Hier, ja, das ist auch eine Trinkquelle, weil, guck mal hier, kannst du... Come on. Oh, voll. Das ist gut. Huh? Oh, ich häng drin. Nee, die sind weggeflogen. Es kann sein, dass der Ping halt irgendwie hoch wird. Hier, das Ding eigentlich, was hier drin steckt, in dem. Das. Was ist denn das? Bei mir ist nichts drin. Nicht, bei mir ist da so ein... Kann ich denn das erklären? Das ist ein Konstrukt, Für mich ist das einfach nur eine Spiegelung vom Haus. Und von den Bäumen. Bei mir hängt hier übelst viel. Hier sind Granola-Bars, Personal Lock, blauer Pettel. Was weiß ich alles hier. Das hängt ja alles bei mir in der Luft, aber ich darf es auch nicht aufheben. Dann ist es, glaube ich, nicht da. Das ist bei mir ist eh nichts. Das ist einfach nur ein Tropfen also, auf dem Boden. Also ich vermute mal, dass es so eine Art von Loop-Drop ist, irgendwie. Was ich nicht so an? Ich muss mal vorbei. Hier sind nämlich kleine Pilze. Die nehme ich nämlich alle mit. Die sollten wir mitnehmen. Also, der Juice füllt sogar den Hunger auf, ne? Ja, aber wir haben eine Trinkquelle, weil anscheinend tropft das zwischendurch einfach mal raus. Aber ist der vielleicht, ist das der, was der Grave eben meinte? Ja, das ist das, was du kommst. Nee, du hast Ice Cap gemeint. Mhm. Hat der Grave nicht eine Cola-Dose gefunden oder so? Die hatte ich auch gesehen, ja. Da war aber nichts drin. Die hätte man übrigens als Base nutzen können. Hier, warte, wo war das jetzt? Hier vorne, glaube ich, um die Ecke. Ja, guck mal da. Wenn du hier in die Richtung guckst. Das Schneckenhäuschen. Ich kann nicht vorbei hier in dem Ding. Warte mal kurz. Ich hänge hier irgendwie auch drin. So, wo? Stecken? Ah! Können wir mal hingucken. Also ich bezweifle jetzt, dass eine Schnecke aggressiv ist. A snail. Hier ist es ein leeres Schneckenhaus. Ja. Kann. Ich bin ja eigentlich in der Ego-Perspektive oder in der. Ich bin jetzt die ganze Zeit in der Außenperspektive. Ich finde das irgendwie angenehmer. Ich spiele Ego. Ist irgendwie präziser. Ich bin mehr Ego. Hier ist ein Marienkäfer. Oh, Vorsicht, Dex. Was denn? Ich glaube. Ja, da vorne sind Spinnen. Die sollten wieder weggehen. Ich will hier nicht. Ich will hier nicht sein. Don't wanna be. What are we? Also man kann auch Steinchen abarbeiten mit dem Hammer. Mit der Hammer oder mit der Axt? Hammer. Hast du einen Hammer? Oh, Hammer habe ich noch gar nicht gehammert. Gecraftet. Tool. Pebble-Hammer heißt der, glaube ich. Ist Hammer, Junge. Aber also, haben wir eigentlich schon im Bett? Ich doch gerade. Hammer nicht. Vorsicht, an der Maschine sind wieder diese Larven. Okay. Also ein bisschen Bogen rum machen. Ich sterbe gleich in Verhungerung. Kommt doch hier mal zu diesem Juice-Dings hier, also zur Trinkpackung da, wo wir gerade waren. Kannst du richtigen Base? Nee, ist die falsche. Ich weiß nicht, wo die ist. Hier bei mir. Könnt ihr auch mal eine Flagge platzieren? Ich reiß die andere Flagge mal. Gerade dabei. Immer noch der Ring. Ich reiß bei der anderen Base mal die Flagge ab. Ja. Sonst wird das müsste jetzt einen haben, rot. Ich bring Pilze mit, Leute. Kann man die aufs Feuer schmeißen? Kannst du gerne mal testen, wäre gut zu wissen. Nee, kannst du nicht, habe ich schon getestet. So, leider nicht. Ich sag erstmal wieder tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir sind jetzt schon mal beim Ende. Neue Base, wir sind umgezogen und das sieht schon mal was nach Base aus. Ein bisschen sicherer, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis denn. Und tschüss.